Ja, und damit sage ich wieder Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Two Point Hospital. Und wir sind immer noch in Flottering und versuchen den dritten Stern für unser Krankenhaus hier zu ergattern. Das Wasserlassen an willkürlichen Stellen im Krankenhaus ist nicht gestattet. Bevor wir dann eine neue Klinik uns anschauen und eröffnen bzw. weiterführen. Und wir werden dann in der Zwischenzeit schauen, ob wir, okay, den haben wir beeindruckt, ob wir das hier in der Folge noch schaffen oder ob wir eventuell mehrere Folgen brauchen, bis wir alle Vorgaben soweit geschafft haben. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Befördern den Arzt. Die Beförderungen könnten noch ein bisschen dauern, aber die Lehrgänge laufen ja auch noch. Von dem her haben wir noch keinen Stress. Könnte natürlich sein, dass es letzten Endes zwei Folgen werden. Wird uns dann aber auch nicht umbringen. Wir sind auf jeden Fall auf einem ganz guten Weg. Die Personalstimmung müssen wir mal noch gucken, steigt momentan, wollte gerade sagen, steigt momentan auch kontinuierlich, und dann ging es gerade um einen Punkt nach unten. Achtung, Rutschgefahr durch Erbrochenes. Schauen wir mal, wie das Ganze so vonstatten geht. Personalherausforderung 5 Monobiester. Schauen wir mal, nachdem wir momentan eh bloß, oder was heißt bloß, viel warten müssen. Weil hier gerade alles so weit von selber und hoffentlich trotzdem zufriedenstellend läuft. Dann könnten wir uns theoretisch darauf konzentrieren, ein paar Monobiester zu fangen. Wobei ich immer noch nicht zu 100%ig rausgefunden habe. Wir nähern uns der jährlichen Preisverleihung. Wie man die am besten aufspürt. Aber gut, kümmern wir uns jetzt erst einmal um die Preisverleihung. Wir werden hoffentlich wieder den ein oder anderen abstauben. Höchste Prinzip wird nicht sein und keine Todesfälle mit Sicherheit auch nicht. Da bin ich mir relativ sicher. Aber wir haben unseren Arzt des Jahres. Nachdem wir fleißig fortbilden und eine gute Heilungsquote haben, mache ich mir da auch gar nicht so viele Sorgen. Krankenpfleger ist immer eher ein bisschen zweischneidig, aber auch da haben wir unsere Lilly Roffel diesmal ganz vorne mit dabei. Und wir haben auch Rosie Hurricane als aufsteigenden Stern bei uns in der Klinik. Und der beste Arbeitgeber sind wir selbstverständlich so oder so. Da sind wir ja immer vorne mit dabei, was Fortbildung, Beförderung, Bezahlung etc. geht. Wie gesagt, bei keine Todesfälle sind wir raus, das weiß ich. In der Lehre sollte man momentan auch vorne mit dabei sein bei unseren Bemühungen. Patientenpreis ist auch immer ein bisschen 50-50 Chance. Aber auch den nehmen wir diesmal mit. Und das höchste Prestige, glaube ich, da müssen wir nochmal einen Schritt zurückstecken. Jep, das war abzusehen. Aber vielleicht sind wir ja da dann beim nächsten Mal vorne mit dabei, wer weiß. Wir kümmern uns jetzt hier erstmal wieder darum, dass wir vorankommen. Gut, vielleicht sollte man es tatsächlich noch ein Ärztezimmer zulegen.
Das werden wir dann aber ins Nachbargebäude verlegen. Beziehungsweise in dem Moment, wir haben ja eigentlich. Ne, eigentlich haben wir genug. Das ignorieren wir jetzt erstmal mal weg. Der Hausmeister wird um die Reparatur des Herzrasers gebeten. Die sollen einfach auch mal ein paar Meter gehen. Und ich stöbere mal auf dem Flur nach Monobiester. Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. Aber ich kann momentan leider keine finden. Vielleicht tun wir es ein bisschen leichter. Da ist doch erstmal ein gutes Stück. Behandlung ist gescheitert. Patient tot. Da, einmal. Wenn es hier so voll ist, ist das gar nicht so einfach, stelle ich gerade fest. Was haben wir hier? Komplette Patientengruppe, lalala, alles klar. Gibt Geld, gibt Ruf und alles Mögliche. Die Beförderung von unserer Ärztin können wir auch durchführen. Die kriegt im Zuge der gewünschten Zufriedenheit natürlich auch entsprechend Kohle. Dann, wie gesagt, muss ich mal schauen. Ob wir das so hinkriegen. Dass wir hier diese fünf Stück schnappen können, wenn es in dem Tempo weitergeht. Momentan mache ich mir da ein bisschen Sorgen. Vielleicht sollten wir tatsächlich noch hergehen. Und mal schauen. Die Fauna wird gebeten, die Flora nicht weiter zu stören. Na, ich weiß nicht genau. Bin gerade ein bisschen unschlüssig. Schlagen Ihnen die Sorgen auf den Magen? Wollen Sie unnötigen Ballast loswerden? Dann versuchen Sie doch einmal die Swill-Kur. Das mit diesen Monobrauen ist mir jedenfalls keine Ahnung. Da die kommen, entweder bin ich zu blind oder die kommen zu selten. Ich habe keine Ahnung. Hm? Vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöd, die Dinger zu erwischen. Das kann natürlich auch sein. Weil ich krieg drauf und es passiert nichts.
So werden wir das wahrscheinlich nicht schaffen, nachdem wir jetzt Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Die wollen jetzt alle in die Kardiologie. Okay, da müssen wir jetzt auf jeden Fall Abhilfe schaffen. Alles klar, Kardiologie braucht man auf jeden Fall. Einmal noch. Mindestgröße 3x3, die müssen wir genau da hinkriegen. Dann kriegt die hier eine Tür. Und wir kriegen hier einen Herzraser. Einen Aktenschrank. Einen Abfalleimer. Selbstverständlich einen Feuerlöscher. Pflanzen. Sehr wichtig. Anatomie-Poster. Und einmal Pixeliose. Und dann brauchen wir aber natürlich auch noch einen Krankenpfleger. Dann nehmen wir doch die gute Lauren Styles. Und dann kriegen wir natürlich hier noch ein paar schicke Wartebänkchen vor die Tür, damit sich das Ganze hier hoffentlich dann ein bisschen besser verteilt. So, Weiterbildung. Das machen wir jetzt noch nicht. Aber wir könnten tatsächlich schauen, was wir jetzt hier zur Verfügung haben. Wir machen Ausdauertraining. Und zwar die beiden, und wir werden das mit einer eigenen Ausbilderin bestreiten, das Ganze. Und dann müssten wir eigentlich eh nur noch die Stimmung erhöhen und die Mitarbeiter befördern. Der Rest wird sich wahrscheinlich ganz von selber ergeben. Pflanzen benötigen Wasser. Und wir werden jetzt auch noch eine Apotheke bauen hier drüben. Ist das nicht ein traumhaftes Bild? Und in den Nachrichten heute, die Bürgermeisterin hat eine 100%ige Steuererhöhung angekündigt. Ja, der kommt dahin, der kommt dorthin. Dann gibt es hier auch noch einen schicken Arzneischrank, den obligatorischen Abfalleimer. Geht auch nichts ohne Feuerlöscher. Und wir werden hier noch einmal ein Pflänzchen hier, ein Pflänzchen da. Das Zimmer ist dann soweit fertig. Wir stellen hier auch noch zwei Bänklein auf.
Und wir stellen einen Krankenpfleger ein. Ja. Dann befördern wir eine Assistentin. Und dann warten wir wieder ein bisschen. Wie gesagt, die Nummer mit den Monobiestern, glaube ich, gebe ich auf, weil, ja, wie gesagt, ich habe nicht. Instandhaltung der Kardiologie erforderlich. Wirklich die Option, auch wenn wir jetzt hier gerade zwei. Okay, vielleicht schaffen wir es ja doch noch. Bin mir tatsächlich nicht gerade sicher, wovon das abhängt, ob die hier kommen oder nicht. So, wenn wir jetzt doch noch eine kriegen, dann haben wir unsere Mitarbeiterwunsch-Dingsbums-Bla auch erfüllt. So, wo müsst ihr hin? In die Arztpraxis. Gut, dann werden wir halt auch noch eine Arztpraxis errichten. Und zwar dann am besten hier unten. Mindestgröße ist auch hier 3x3. Machen wir das hier so. Dann haben wir hier so. Ja, dann brauchen wir einen Aktenschrank und der Arznei. Kann auch nicht schaden, dann kriegt man natürlich noch eine Waage, einen Abfalleimer, einen Feuerlöscher, so ein Bücherregal zeugt natürlich auch von Fortbildung und so weiter. So, dann brauchen wir hier draußen noch Bänklein zum Warten. Und dann brauchen wir noch einen Arzt. Zwar möglichst einen, der möglichst viel kann. Behandlung, Diagnostik, Allgemeinmedizin. Warum nicht ihn? Und dann kann es auch schon weitergehen. Und ich schaue in der Zwischenzeit noch, ob wir hier vielleicht noch so ein Bräuchchen. Jagen kann. Dann haben wir nämlich doch noch hier unsere Dingsbums erfüllt, unsere Personalherausforderung. So, die Ausbildung ist auch demnächst beendet. Reporter sind immer gut. Dann können wir hier auch mal den Herz. Hoppala. Das ist der falsche Herzraser. Der Herzraser kann abgegradet werden. Eine Reporterin von Radio Two Point ist hier. Das werden wir jetzt dann auch gleich mal schnell übernehmen. Die Mitarbeiter haben wir weitergebildet.
Müssen wir sie eigentlich dann nur noch befördern. Okay, das können wir probieren, weil das würde uns genau unserem Dings entsprechen. Ich schaue mal gerade eben aus. Meister werden wir vielleicht noch einen einstellen. Ne? Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Und dann müssen wir uns noch um bessere Stimmung kümmern. Die Notfallapotheke, da haben wir auch gerade was eingerichtet. Die lassen wir auf jeden Fall hier mal antanzen. Und trotzdem werde ich jetzt mal kurz auf Pause drücken und würde vorschlagen, dass wir das dann in der nächsten Folge machen. Vielleicht schafft man dann unseren dritten Stern. Mal gucken. Die Personalstimmung macht mir momentan noch ein bisschen Sorgen, weil die so rauf und runter geht. Aber vielleicht kann man da ja auch noch über das Gehalt oder sowas regeln. Das schaue ich mir dann alles beim nächsten Mal an. Und ich sage bis dahin wie immer danke fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao, ciao.